Ja, mein Name ist Regine Schumann, ich bin freischaffende Künstlerin und lebe seit 1990 in Köln. Habe mein Malereistudium in Braunschweig an der dortigen Kunsthochschule absolviert und seit der Zeit interessieren mich besonders fluoreszierende Materialien. Farbkörpern, die in den letzten 15 Jahren entstanden sind, habe ich ein quasi Innenleben nicht nur geschaffen, sondern habe sie durch Elemente, die ich in diese Körper hineinstecke, in den letzten Arbeiten bei der Serie Moon sind es Halbkreise, eine Räumlichkeit geschaffen, die den Blick in den Kästen verstärkt, aber genauso die Halbkreise, die Objekte immer mehr auch in den Raum hinausdehnen. Im Laufe der Zeit ist es mir auch gelungen, die unterschiedlichsten Produzenten von meiner Art zu überzeugen und sie mir Materialien hergestellt haben, die es handelsüblich nicht gab. Ich habe durch besondere Platten, die den Titel Rainbow tragen, auch Arbeiten geschaffen, in denen sich der Betrachter komplett gespiegelt sieht. Das heißt, der Betrachter wird selbst Teil der Arbeit. Dieses Erlebnis, sich selbst vor der Arbeit zu sehen und sich zu erkennen, verschwimmt und verschwindet dann, wenn diese Objekte mit Schwarzlicht bestrahlt werden. Dieses Spiel, dass dieses Licht aus meinen Arbeiten durch das Licht von außen immer wieder sich chamäleonhaft verwandelt, ist und bleibt, glaube ich, vielleicht auch die Stärke meiner Kunst, nämlich das Wandelbare. Was ich mit all meinen Arbeiten immer wieder versuche, ganz klar zu formulieren, ist, dass es einen Dialog gibt. Der Dialog der Arbeit im Raum, zum Raum, zu der Größe des Raums, genauso aber entscheidend der Dialog zu dem Betrachter. Und das finde ich eben eine ganz wichtige Überlegung in allem, was wir tun. Wie nah lassen wir die Dinge an uns heran oder wie schützen wir oder wir glauben uns zu schützen oder das Gegenteil, wie sehr sehnen wir uns eigentlich nach Nähe?